صالح. نعم. Also, Michael, ich werde den Chat hier nicht mitverfolgen. Also, falls was Wichtiges ist, kannst du ja dazwischen reden. Okay. Tamam. Bist du zufällig auf Telegram drinnen? Kannst mal gucken, ob man dort was hört. Ich gehe noch mal rein, einen Moment. Ja, man hört dich. Alles klar. Und man sieht auch. Ja, man sieht auch und man hört auch mich. Alles klar, okay. Dann fangen wir an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalus salati wa atammu at-taslim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Das ist jetzt eine, ja, ein nachträgliches Nachholen des gestrigen Unterrichts, der leider irgendwie nicht gestreamt worden konnte aus der Moschee aus. Hatten erstmal Probleme mit dem Internet und dann ging die Aufnahme auch nicht. Daher wollte ich das einfach nochmal nachträglich hier von zu Hause aus machen. Und wie ihr wisst, geht es um den Tafsir der Surat An-Nur. Der Tafsir der Surat An-Nur. Und das Ganze ist wie folgt strukturiert. Wir beginnen vorerst mit einer kurzen, ja, ein paar Worte über die verschiedenen Formen und Methodiken im Tafsir. Was gibt es da für Formen des Tafsir? Wie sind die Tafsir strukturiert? Oder welche Schemata gibt es da? Und dann sprechen wir über ein paar allgemeine Fakten über die Surat An-Nur selbst. Allgemeine Dinge, die die Gesamtheit der Sura betreffen. Und dann gehen wir auf ein paar wenige Verse ein. Der Flyer oder die Unterrichtsankündigung mag vielleicht suggeriert haben, dass wir den Tafsir der Surat An-Nur in dieser Sitzung durchnehmen. Das ist aber ein unmögliches Unterfangen, das ist nicht möglich in der gegebenen Zeit. Dafür würde ein Tag nicht ausreichen, geschweige denn von einer Stunde oder 2 Stunden. Der erste Punkt ist also die Formen des Tafsir, die methodischen Ansätze bei der Erläuterung des Al-Quran Al-Karim. Der Tafsir
die Exegese des Korans, die Interpretation, wie man es auch übersetzen mag, die Erklärung und Erläuterung des Korans. Da gibt es ja eine ganze Menge und diese können in Form und Methodik erheblich variieren und voneinander können sie sich erheblich unterscheiden. Und es gibt, der Grund dafür ist, dass es verschiedene Tendenzen gibt. Es gibt grundsätzlich verschiedene Tendenzen innerhalb des Tafsir. Es gibt rechtliche Tafsir, das heißt, es ist eine rechtliche Auslegung des Korans, beziehungsweise der Fokus liegt auf die rechtliche Auslegung, die Ahkam, die Gesetze. Dort wird der Koran eben behandelt wie ein Gesetzestext. Und man versucht dann auch durch bestimmte methodische Ansätze, durch sprachliche Mittel und Werkzeuge eben, das Recht zu entdecken. Das ist nämlich die Aufgabe des Faqih oder des Mufassir, Recht zu entdecken und nicht zu erfinden. Der Mujtahid oder der Faqih, der Mufassir, wer auch immer sich daran macht, der erfindet das Rad nicht neu und er erfindet keine Gesetze, er versucht lediglich zu entdecken. Das ist die Aufgabe des Gelehrten. Das ist der rechtliche Aspekt. Es gibt spirituelle, theologische Aspekte oder Tendenzen, in denen wird der Koran oder der Tafsir des Korans reduziert auf die theologischen, spirituellen, geistigen Aspekte bis hin zu grammatikalischen und rhetorischen Auslegungen und Analysen des Korans. Das heißt, der Koran wird in seiner Ganzheit grammatikalisch analysiert. Ja, wie das Ganze aussieht, ist jetzt nicht so von Relevanz, aber das ist auch ein Teilaspekt des Tafsir. Wenn wir uns jetzt die Tafsir oder die Tafsir-Literatur betrachten, dann sehen wir oder wir finden Tafsir, die eines dieser Aspekte in den Fokus genommen haben. Wir finden zum Beispiel die Tafsir von Al-Wahidi. Mit Tendenzen zu den sprachlich-grammatikalischen Aspekten. Oder der Kashaf von Al-Zamakhshari ist sehr offensichtlich fokussiert auf die Rhetorik des Korans, die Balagha, der Bayan und ja, konzentriert sich hierauf. Dann gibt es, ich glaube, wenn ich mich nicht irre, kann man sagen, dass neben den allgemeinen Tafsir an zweiter Stelle wohl die meisten Tafsir einen rechtlichen Hauch haben, rechtliche Tendenzen haben. Auch aufgrund dessen, dass eben viele Tafsir von Madhab-Gelehrten stammen und sie haben dann eben den Tafsir geschrieben und darin die Adilla ihrer Madahib sozusagen nach der koranischen Reihenfolge aufgestellt und den Koran dementsprechend interpretiert. Es gibt Tafsir, die vereinen, die sind sowas wie ein Sammelsurium für all diese Aspekte und sie vereinen eben all diese Disziplinen in sich. Das sind meistens dann diese größeren Giganten. Das können auch kleinere Tafsir sein, der von allem ein bisschen was rauspickt. Aber häufig sind das dann die größ die, 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 ist es die größere Literatur. An der Spitze davon der Tafsir Jami al-Bayan von al-Tabari, Ibn Jarir al-Tabari aus dem Anfang 4. Jahrhundert. Anfang des 4. Jahrhunderts, ja. Und dieser Tafsir ist ein Tafsir für Experten. Genau aus diesem Grund, weil er eben all diese verschiedenen Disziplinen in sich vereint. Und dementsprechend wird man nur in der Lage sein, sich mit diesem Tafsir auch in diesem Tafsir zurechtzufinden, wenn man von all dem etwas hat. Wenn man sich mit dem Recht auskennt, wenn man sich mit dem Qiraat auskennt, wenn man sich mit der Hadithwissenschaft auskennt. Wenn man sich mit dem Usul auskennt und den Terminologien der Usul-Gelehrten,
Das alles muss eben da sein, um sich mit einem derartigen Tafsir auseinandersetzen zu können. Daher, wenn sich die Frage stellt, ob, und diese Frage stellt sich gelegentlich, sollte das Erste, womit man beginnt, wenn man, wenn man sich dem, ja, wenn man nach dem Wissen streben möchte oder nach die islamischen Disziplinen studieren möchte, wenn man lernen möchte, ob man nicht mit dem Tafsir beginnen sollte, weil es die Worte Allahs sind und der Kalam Allah hat Vorrang vor allem anderen. Das mag so stimmen. Also ich meine, diese Prämisse ist richtig. Die Worte Allahs, der Kalam Allah hat Vorrang vor allem. Aber auch genau deswegen nennen wir die anderen Wissenschaften auch Ulumul Ala. Ulumul Ala heißt, das sind zwecksgebundene Wissenschaften oder ich nenne es mal Mittelwissenschaften. Diese Wissenschaften stellen ein Mittel dar, um den Koran zu verstehen oder beziehungsweise über den Umweg durch den Tafsir, um diesen zu verstehen. Die Antwort ist daher ja und nein. Wenn es darum geht, Experten-Tafsir zu lesen, wie den Tafsir von Tabari oder ähnliche Tafsir dieses Kalibers, die nicht für das einfache Volk verfasst worden sind, also ich meine für Unkundige, dann ist die Antwort ganz sicher, das ist nicht der richtige Weg. Wenn es aber darum geht, sich einen Einblick zu verschaffen über die allgemeinen Bedeutungen des Korans und man meint das mit dem Tafsir, dann ist dem natürlich nichts, ist dem nichts auszusetzen. Da muss man aber eben die richtigen Mittel bzw. die richtige Literatur haben. Und hier noch ein kleiner Punkt, der die Übersetzung des Tafsir betrifft. Und da kommen wir auch zu einer anderen Form des Tafsir. Es gibt noch eine, tatsächlich noch eine weitere Sparte im Tafsir, die nennen wir Paraphrasierung. Die Paraphrasierung, das ist sowas wie der Tafsir von Tafsir al-Jalalayn. Kennt jemand von euch den Tafsir al-Jalalayn? Tafsir al-Jalalayn. Der ist oft mitgedruckt bei vielen Masahif. An den Rändern gibt es auch so als Tafsir, als einzelner Tafsir. Und hierbei passiert Folgendes: Er umschreibt einfach den Text des Korans, ja, einigermaßen. Er umschreibt den Text des Korans anhand von Synonymen und so weiter. Und versucht den Koran sozusagen vom Arabischen ins Arabische zu übersetzen, in Anführungsstrichen. Das nennt man Paraphrasierung, Umschreibung. Und daher macht es auch keinen Sinn, solche Tafsir zu übersetzen. Macht keinen Sinn, einen derartigen Tafsir zu übersetzen, weil es war ja einfach nur eine Umschreibung des arabischen Texts in andere Worte. Und das ist ja auch die Übersetzung selbst. Die Übersetzung selbst, die Übersetzung des Korans ins Deutsche, ist auch eine Art Paraphrasierung oder Umschreibung, nur eben in eine andere Sprache. Deswegen gibt es hier auch jemanden, der seine Koranübersetzung Tafsir genannt hat. Er hat ihn Tafsir genannt. Ich erinnere mich, dass ich den damals mal gekauft hatte. Ich hatte das damals gekauft. Vor einigen Jahren in der Annahme, es ist ein Tafsir, also ein Tafsir in dem Sinne, was man sich vorstellt, und wurde damit überrascht, dass es einfach nur eine Übersetzung des Korans ist. Aber er lag nicht falsch mit dieser Begriffsauswahl, dass er die Übersetzung als Tafsir bezeichnet hat, ist korrekt. Denn das ist die Übersetzung auch. Sie ist nur eine Art des Tafsir. Und warum das so ist, wir werden ein paar Beispiele sehen, da wird sich auch herauskristallisieren, warum das nur eine Art des Tafsir ist und nicht wirklich eine, ja, nicht eine 1 zu 1 genaue Übersetzung, aber dazu später. Kommen wir zum nächsten Punkt, der zweite Punkt, und zwar unsere Vorgehensweise. Wie gehen wir hier vor?
Welcher Tendenz gehen wir nach im Tafsir? Und ich glaube, die Surat An-Nur ist eine Sura, die die Tendenz beim Tafsir selbst auferlegt oder selbst bestimmt, denn sie ist, die Surat An-Nur ist extrem rechtslastig. Die Surat An-Nur ist sehr rechtslastig, das heißt, sie ist übersät von Ahkam, sie beginnt direkt mit Ahkam. Schon der erste Vers ist eine Anspielung darauf, dass die Sura von Gesetzen handelt, von Verpflichtungen und Aufgaben handelt. Und dementsprechend ist sie auch, ja, also Gesetze kommen dort in Hülle und Fülle vor. Und dementsprechend ergibt sich einfach aus der Natur oder aus der Art der Surat An-Nur, dass man sich, dass der Tafsir oder die Kommentierung des Korans auch eben sehr rechtslastig sein muss. Was aber nicht bedeutet, dass die Surat An-Nur andere Aspekte vernachlässigt. Es gibt auch andere Aspekte in der Surat An-Nur. Es gibt die spirituellen, die theologischen Aspekte, wie auch der Name schon anklingen lässt. Die Sura heißt ja Surat An-Nur, das Licht, die Erhellung. Und wenn wir von Licht und Erhellung sprechen, dann denken wir nicht in erster Linie an Gesetze und Ahkam, sondern eher an das spirituelle, geistige, etwas, das das Herz betrifft. Und diese Aspekte gibt es darin natürlich auch. So, kommen wir zu den allgemeinen Fakten. Aber vorher muss ich hier einen kleinen Disclaimer loswerden. Das gehört dazu, zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer. Die eigene Sicherheit muss ich nicht erklären. Sicherheit anderer, damit sie nicht Unsinn machen. Und zwar, dass dieses Video, diese Aufnahme dient ausschließlich Bildungszwecken. Das muss gesagt werden, ja, habe ich euch erklärt, aus zwei Gründen. Für die eigene Unversehrtheit und zweitens, damit nicht sowas wie Scharia-Keller entstehen. Habt ihr schon mal von dem Begriff Scharia-Keller gehört? Ich weiß nicht, ob es sowas wirklich gibt oder gegeben hat, aber man spricht davon. Man spricht davon. Und das ist natürlich nicht korrekt. Die Ausführung und Ausübung derartigen Gesetzes ist nur den Staatsorganen, nur den Staatsorganen erlaubt, da das, ja, das erfordert nämlich Gerichte, das erfordert staatliche Instanzen, die das Recht vollstrecken und so weiter. Und das gehört nicht in den Keller. Wie dem auch sei, kommen wir zu allgemeinen Fakten über die Surat An-Nur. Die Surat An-Nur ist erstmal eine medinensische Sura. Und das Interessante an der Surat An-Nur ist, dass sie in ihrer Gesamtheit medinensisch ist, Madani. In der Gesamtheit, das heißt wirklich hier bei der Surat An-Nur, ist jeder einzelne Vers Madani. Es gibt medinensische Suren. Man sagt, diese Sure ist medinensisch. Sie beinhaltet aber manchmal einige Teile, die nicht medinensisch sind, die mekkanisch sind. Genauso gibt es mekkanische Suren, die manchmal einige Verse haben, die medinensisch sind. Okay? Das heißt, wenn man sagt medinensisch, dann meint man in der Regel damit die allgemeine Mehrheit. Damit meint man die Mehrheit der Sura und nicht unbedingt jeden einzelnen Vers. Und genauso umgekehrt. Aber bei der Surat An-Nur ist das nicht so. Die Surat An-Nur ist per Konsens der Gelehrten, Bil-Ijma', also mit einhelliger Meinung der Gelehrten, ist die Surat An-Nur eine medinensische Sura. Was heißt medinensisch?
Wenn wir sagen, das ist medinensisch, Medani, was bedeutet das? Was ist der Maßstab hierfür? Genau, wenn wir sagen Madani oder Medinensisch, dann meinen wir damit, dass es nach der Hijra offenbart worden ist, unabhängig vom Ort. Unabhängig von dem Ort der Offenbarung. Genauso, wenn wir sagen Mekkanisch, dann meinen wir damit, dass es vor der Hijra offenbart worden ist, auch hier wieder unabhängig von dem tatsächlichen, faktischen Offenbarungsort. Deswegen beispielsweise die Aussage Allah Ta'ala in der Surat al-Ma'idah. Surat al-Ma'idah ist eine medinensische oder mekkanische Sura. Ist sie medinensisch oder mekkanisch? Die Suratu Al-Ma'idah ist medinensisch. Aber wir haben methanan folgenden. Wir haben aber folgenden Vers aus der Surat Al-Ma'idah. Der dritte Vers, in dem Allah Ta'ala sagt: Hurrimat alaykum al-maytatu wad-damu wa lahmul khinzir. وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب, er sagt hier, verboten ist euch der Genuss oder das Verzehren von verendetem Blut, von verendetem und von ausfließendem Blut, das Blut, das aus Wunden fließt oder das aus der Kehle fließt nach der Schächtung. Schweinefleisch und dem, worüber ein anderer Name als der Allahs angerufen worden ist, und der Genuss von Ersticktem, also einem Tier, das durch Erstickung gestorben ist, Erschlagenem, zu Tode gestürztem oder Gestoßenem, also wenn Tiere sich gegenseitig stoßen und dann sterben. Und was von einem wilden Tier gerissen worden ist, außer dem, was ihr schlachtet. Was heißt das, außer dem, was ihr schlachtet? Was heißt das jetzt hier in diesem Kontext? Nein, ein Tier, das ein Jagdhund oder was, wenn der in der Jagd erbeutet wird, ist kein geschächtetes Tier. Bevor es tot ist, ja, vielleicht etwas konkreter. Der Kehlenschnitt muss gesetzt werden, bevor das Tier stirbt. Aber welches Tier? Von welchem Tier ist hier die Rede?
Die Tiere, die hier genannt worden sind. Welche Tiere wurden hier genannt? Gut, beim Verendeten geht das ja nicht. Wenn es verendet ist, kannst du es nicht mehr schlachten. Oder? Blut geht nicht, Blut ist kein Tier, das man schlachten kann. Schweinefleisch ist nicht schlachtbar. Kann man nicht schächten. Etwas, worüber ein anderer Name als der von Allah genannt wurde, das wurde schon getötet. Das heißt, dieses, außer was ihr davon geschächtet habt, bezieht sich auf alle anderen danach. Das wäre zum Beispiel ein Tier, das, das erschlagen wurde, es liegt am Sterben. Ein Tier, das gestürzt ist, es liegt am Sterben. Ein Tier, das gestoßen wurde und am Sterben ist. Oder von einem wilden Tier gerissen worden ist, aber noch lebendig ist, hat noch Hauch von Leben in sich und wird, bevor es verendet, geschächtet. Dann ist es essbar. Richtig? Das ist hier mit illa ma dhakaytum, das ist gemeint, beziehungsweise so ist das auslegbar, wenn man sagt, illa ma dhakaytum ist eine Form der verbundenen Ausnahme. Wenn man sagt, das ist der sogenannte al-istithna al-munfasil, eine getrennte Ausnahme, dann würde das bedeuten, aber was ihr jedoch ist erlaubt, was ihr geschächtet habt, also unabhängig von dem vorherigen. Aber das führt uns zu einer anderen Sache, die auch ganz interessant ist. Der Elektroschock. Der Elektroschock. Wenn ein Tier durch einen Elektroschock betäubt wird und dann geschächtet wird, ist dieses Tier, also es geht jetzt nicht darum, ob der Elektroschock erlaubt ist oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Aber es geht darum, ist dieses Tier dann essbar? Es ist ja daran nicht gestorben. Es ist ja daran nicht gestorben, oder? Wenn man Tiere schächten kann, die am Sterben sind, dann erst recht ein Tier, das betäubt wurde, unabhängig davon, ob die Betäubung erlaubt ist oder nicht. Dasselbe gilt für den Bolzenschuss. Da wie dem auch sei, das ist mal nur nebenbei. Danach heißt es ja in diesem Vers, das ist immer noch der gleiche Vers, am Ende dieses Verses sagt Allah Ta'ala: Heute habe ich euren Dien vervollkommnet und meine Gunst an euch vollendet und ich bin mit dem Islam als Religion für euch zufrieden. Und wer sich aus Hunger in einer Zwangslage befindet, ohne zu einer Sünde hinzuneigen, so ist Allah allvergebend und barmherzig, also wenn er davon essen muss. Nun die Frage, wir wissen, dieser Vers wurde im Monat Dhul-Hijjah, also im 12. Monat, wurde im Monat Dhul-Hijjah an einem Freitag, am Yawm Arafah oder in Arafat offenbart, während der Hajj. Und die Hajj findet nicht in Medina statt, sondern in Mekka und Umgebung. Aber der Vers wurde nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart. Wir bezeichnen ihn deswegen als Madani, auch wenn die Verse selbst oder dieser Vers selbst in Mekka und Umgebung offenbart worden ist. Tamam. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat laut der Aussage von Umar nach dieser Offenbarung, nach diesem Vers noch 81 Tage gelebt. Dann stellt sich aber auch noch eine Frage. Wie kann die Religion vervollkommnet sein, wenn er noch 81 Tage gelebt hat? Und in diesen 81 Tagen danach gab es ja auch noch Offenbarungen. Wie kann der Dien dann vervollkommnet sein?
Rechtslage. Wahrscheinlicher ist, dass mit dem Begriff Dien hier nicht die Gesamtheit des Dienstes gemeint ist, sondern die Manasik des Hajj, also die Rituale des Hajj. Das war nämlich der erste und letzte Hajj des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und in dem haben die Leute gesehen, wie sie den Hajj machen sollen. Und also ist mit Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, heute habe ich die Rituale des Hajj für euch vollendet. Ja, das Wort Dien wird auch für Rituale verwendet. Das Wort Dien wird auch für das Gesetz verwendet. Das Wort Dien wird für Gehorsam verwendet. Und auch für die Gesamtheit der Offenbarung. Die Gesamtheit der Offenbarung ist definitiv nicht gemeint. Der Dien ist die Gesamtheit dessen, was dem Propheten sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde und gegeben wurde an Gesetzen und Riten, Ethik und Moral. Die Ethik und die Morallehre, die Gesamtheit dessen wird Dien genannt, und das kann hier nicht gemeint sein. Tayyip, jedenfalls kommen wir zum Punkt Nummer 3, glaube ich jetzt. Die Offenbarungszeit. Die Offenbarungszeit dieser Sura. Die Sura Nur. Ja, gut, wir haben gesagt, das ist eine medinensische Sura, also auf jeden Fall nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Aber die Frage ist hier, gibt es konkretere Daten dazu? Konkreter, gibt es einen bestimmten Zeitrahmen, ein Zeitfenster, wo wir diese Sura zuordnen können? Und das ist natürlich bei einer Sura nicht immer detailliert machbar, weil sie meist über einen längeren Zeitraum offenbart wird. Und das ist auch der Fall bei der Suratu An-Nur. Die Suratu An-Nur wurde nämlich sehr wahrscheinlich möglicherweise innerhalb eines Zeitraumes von 5 Jahren offenbart. Ein Zeitraum von circa 5 Jahren. Denn die ersten Verse wurden in etwa gegen Ende oder auf jeden Fall vor Ende des dritten Jahres nach der Hijra offenbart. Und das lässt sich daran feststellen, dass die ersten Verse, die um den Zina handeln und das Heiraten von Unzüchtigen, diese Verse wurden offenbart wegen einer Person, einem Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi heißt. Und er wollte eine Frau heiraten, beziehungsweise er wollte sie nicht direkt heiraten, sie hat es ihm angeboten. Er ging nach Mekka und begegnete dort einer Frau, die er aus der Vergangenheit kannte, die hieß Anaq. Und er hatte Verhältnisse zu ihr gehabt in der Vergangenheit, und als sie ihn sah, bat sie sich ihm an. Woraufhin er ablehnte. Und dann bat sie ihm an, dass er sie heiratet. Nachdem er das abgelehnt hat, auf diese Art und Weise, bat sie ihm die Heirat an. Die Heirat an. Und daraufhin ging er verneinte dies auch, denn er wollte den Propheten sallallahu alaihi wasallam vorerst fragen um Erlaubnis. Und er ging dann zu ihm und fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam, und darauf wurde der Vers offenbart, dass ja die ersten 3 Verse, beziehungsweise Vers 2 und 3, wurden in diesem Kontext offenbart. Nämlich eine Unzüchtige heiratet nur ein Unzüchtiger oder ein Muschrik. Oder Afwan, eine Unzüchtige heiratet nur ein Unzüchtiger oder ein Muschrik. Der Vers, darauf kommen wir mal zu sprechen, aber nicht heute. Tayyip, und wir wissen jetzt, dass Marthad ibn Abi Marthad im Jahr 3 nach der Hijra des Propheten sallallahu alaihi wasallam gestorben ist. In der Schlacht von Rajia. Er ist in der Schlacht von Rajia im Jahr 3 der Hijra gestorben. Also muss das davor gewesen sein. So, was wissen wir noch? Wir wissen, dass ein Teil
dieser Sura die Verleumdung Aishas radiallahu anha behandelt. Die Geschichte, die sogenannte Qissatul Ifk, die Verleumdung Aishas radiallahu anha. Und dieses hat ja stattgefunden im Jahr 4 nach der Hijra, bei der Rückkehr von der Schlacht der Banu al-Mustaliq. So, dann haben wir noch einen Anhaltspunkt, nämlich die Verse über den Li'an. Wisst ihr, was der Li'an ist? Al-Li'an. Al-Li'an hat, glaube ich, keine einheitliche Übersetzung. Und es gibt auch ja, nichts Ähnliches im deutschen Recht. Deswegen nennen wir es einfach Ehebruchschwur. Ehebruchschwur. Wenn der Ehepartner dem Partner Ehebruch vorwirft, das aber nicht beweisen kann. Ja, dann gibt es dieses Verfahren, das nennen wir Li'an oder Ehebruchschwur. Und das wurde offenbart im Jahr 9 nach der Hijra. Das heißt, wir haben also hier eine Zeitspanne von, sagen wir, das Jahr 3 oder kurz vor dem Jahr 3 bis zu dem 9. Jahr nach der Hijra. In dieser Zeitspanne ist die Surat An-Nur offenbart worden. Und laut einigen Gelehrten ist die Surat An-Nur in der chronologischen Reihenfolge die 100. Sura. In der chronologischen Reihenfolge die 100. Sura. Gut, schauen wir uns jetzt noch die Themen. Gut, ich habe hier in der Folie, sehe ich gerade, habe ich was nicht korrekt stehen hier. 5 oder 6. Gut, also das liegt daran, was heißt nicht korrekt? Das liegt daran, dass das genaue Jahr davon, wie heißt das, umstritten ist. Wie dem auch sei, die Themen der Surat An-Nur sind folgende, wenn man sie grob darstellt. Wir haben einmal im ersten Vers eine allgemeine Einleitung und Ermahnung zur Befolgung der Vorschriften, worin sich auch ein Anspiel darauf befindet, dass diese Sura von Pflichten und Verantwortlichkeiten spricht. Dann haben wir die Bestrafung für Unzucht und das Verbot, Unzüchtige zu heiraten. Das sind die Verse, die wegen Marthad offenbart worden sind. Dann geht es um die Verleumdung für ehebare Frauen. Gut, die Verleumdung ist nicht nur für Frauen, aber ich habe es jetzt mal so hingeschrieben. Was ist mit Verleumdung gemeint? Ich glaube, wir benutzen das Wort Verleumdung allgemeiner, als es hier in diesem Kontext gemeint ist. Verleumdung, wir meinen oft damit, dass man Leuten Dinge unterstellt, die sie nicht getan haben. Also oft schlechte Dinge. Aber in diesem Kontext ist nicht irgendeine Verleumdung gemeint, sondern die Verleumdung zur Unzucht. Verleumdung zur Unzucht. Und das kann eine Beschuldigung sein, das kann aber auch einfach nur eine Beleidigung sein. Das ist dennoch eine Verleumdung. Ihr versteht, was ich meine? Also es gibt ja einige Schimpfwörter, die implizieren eine Verleumdung. Genau, und diese Schimpfwörter, also sind dann nicht nur einfach Schimpfwörter, wo man dann sagt, ich habe das nicht so gemeint. Es ist eine Verleumdung. Wie das H-Sohn-Wort. H-Pünktchen-Pünktchen-Sohn. Das ist eine Verleumdung. Denn er verleumdet oder er wirft ja, ob er das meint oder nicht, ob er das nur als aus Wut gesagt hat, spielt keine Rolle. Er wirft ja damit seiner Mutter Unzucht vor. Ja. Und dementsprechend wird das auch geahndet in einem entsprechenden Staat, wenn er dies zur Anzeige bringt, natürlich. Er kann natürlich darüber hinwegsehen, das ist seine Sache.
Aber ich meine, wenn er das zur Anzeige bringt, dann wird das auch verfolgt. Gut, die nächste Sache, Punkt Nummer 4, das sind Regelungen für den Umgang mit Ehepartnern, wenn sie sich gegenseitig so etwas vorwerfen. Fünftens, die Geschichte der Verleumdung gegen Aisha. Geahndet, ja, nie sowas wie verfolgt, dann wird es verfolgt, rechtlich verfolgt. Ja, Punkt Nummer 6 ist etwas sehr Allgemeines wieder. Ermahnung, nicht den Schritten Satans zu folgen und Verleumdungen zu verbreiten. Hat ein bisschen was mit der Geschichte von Aisha zu tun. Siebtens, Verhaltensregeln beim Betreten von Häusern. Achtens, Regeln für die Bekleidung und das Verhalten von Frauen. Neuntens, Ermutigung zur Eheschließung und Freilassung von Sklaven. Dann kommt etwas Spirituelles, Geistiges, Geistiges, das Gleichnis von Nur Allahs, auch Ayatul Nur, kann man das nennen, Ayatul Nur. Dann kommt etwas über einige Phänomene, in denen sich die Macht und das Wissen Allahs herauskristallisieren und zeigen. Dann kommt nochmal eine Ermahnung zum Gehorsam gegenüber Allah und seinen Gesandten. Dann kommen Regeln für das Verhalten in Gegenwart des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und dann nochmal eine abschließende Ermahnung. Und was wir hier sehen, dass die Ahkam, die hier vorkommen, viele intime Aspekte haben. Die Ahkam, die hier vorkommen, haben viele intime Aspekte. Es handelt oft von Intimitäten, sei es jetzt im Sinne von Sina, im Sinne von Eheverleumdung oder auch die Kleidung, das Betreten von Häusern, auch zum Schutz der Privatsphäre und das ist auch etwas Intimes. Genau, das überwiegt in gewisser Weise in dieser Sura. Gut, dann würden wir zum nächsten Vers kommen, aber zum ersten Vers kommen, nicht zum nächsten, zum ersten Vers. Aber ich würde mal sagen, wir begnügen uns für heute mit diesem Teil. Und den Rest heben wir uns, inshallah, für das nächste Mal auf. Hada, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wassalamu alaikum.